Hey Leute, ich bin André und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um Season 18, Kampfholz zu Weihnachten von Clash Royale, die vor einer Stunde ungefähr rausgekommen ist. Ich bin gespannt, was es in dieser Season noch so alles gibt, denn was ich gesehen habe, ist cool. Diese kleine Animation, die es gab zum Reveal der Season, war cool. Es gibt eine neue legendäre Karte, dieses Mal nicht irgendeine neue Version von einer bereits existierenden Karte oder einfach mal episch. Es gibt eine legendäre. Und gehen wir mal direkt drüber, was es hier gibt. Ab 5 gibt es ein kostenloses Emote. Einen kleinen Weihnachtsbaum Kampfholz. Dann ab 10 gibt es einen Turmskin, einen kleinen Schlitten. Und ab 20 bekommt man ein Boulder Emote. Tada, eine Krone. Ja, und es gibt mal wieder eine neue Arena. Schauen wir uns an. Ich bin gespannt, wie mein Match laufen wird, denn ich habe lange nicht mehr Solo-Spiele gespielt. Bis jetzt lief's gut. Magier. Okay, ein Hit konnte ich noch reinbekommen. Mauerbrecher, lass ich mal durchgehen. Oho. Und ein Prinz, auf keinen Fall. Und da ist direkt das Kampfholz. Das wurde gebufft für diese Season. Genauso wie halt die neue legendäre Karte, die Mutterhexe. Die Mutterhexe ist eigentlich eine normale Hexe, aber wenn sie eine Truppe tötet, dann kommt daraus ein kleines verfluchtes Schweinchen. Maximal, glaube ich, 8 Schweinchen kann sie spawnen. Ein sehr guter Counter halt gegen... Ich weiß nicht, ob sie Lufttruppen treffen kann. Wenn ja, macht es das auch saustark. Okay, da lief es noch gut. Aber sie kann, wenn sie eine Truppe tötet, ein Schweinchen spawnen. Bis zu 8 Schweinchen, soweit ich weiß. Und es ist halt ein effektiver Counter gegen Truppenkarten. Skelettarmee, Koboldbande. Weil die Schweinchen machen auch sehr gut Schaden. Wie viel, das weiß ich gerade nicht. Aber, ja. Gehen wir hier direkt mal... Nein, shit. Mega-Ritter, komm raus. Der Babydrache hat schon ordentlich an Schaden angerichtet. Und die kommen durch. Macht nichts. Ich glaube, wir werden das sowieso gewinnen. Der kann nichts mehr machen in 33 Sekunden. Klar, Doppel-Elixier, alles schön und gut. Der kann uns vielleicht davon abhalten, 3 Kronen zu bekommen. Leider, ja. Ach komm, 3 Kronen. 3 Kronen muss ich noch bekommen. Bitte. Shit. Nö. Macht nichts. War trotzdem ein gutes Match. 2 Kronen reichen mir. Wow. Easy. Erstmal eine Karte anfordern. Elektrogeist ist sogar eine coole Karte. Und wenn wir hier mal rübergehen, für 22 Euro gibt es 2 legendäre Königstruhen, 50.000 Gold und einen Turmskin. Das endet in 30 Tagen, das heißt, ihr habt noch genug Zeit, euch das zu holen, wenn ihr das machen wollt. Ich werde es nicht machen, das ist mir echt so viel. Ich meine, legendäre Königstruhen, alles schön und gut. Ich habe auch ordentlich Geld in das Spiel investiert. Ich habe eigentlich alle Turmskins, die es je gab, die man nicht im Shop kaufen muss, denn die tue ich mir nicht an.
Und Emotes ist auch nicht gerade wenig, macht nichts. Aber hier bekommt man sogar die Hexenmutter. Und in jeder Herausforderung gibt es die natürlich auch. Ich bin gespannt, die zu spielen. Und mit Glück können wir das jetzt sogar auch. Ich hoffe es. Ich habe nämlich eine Runde schon gemacht, habe sie nicht bekommen. Schade. Okay, dieses Mal habe ich es auch nicht. Mist. Mit den Königsrekruten habe ich auch lange nicht gespielt. Das überrascht mich. Die sind ja gar nicht mal so eine schlechte Karte. Darüber kann man sich streiten. Und da seht ihr die Hexe. Und das Sponsenschweinchen. Was natürlich nicht überlebt. Oh, buhu. Noch läuft's gut. Das dauert aber nicht lange. So. Die Feuerwerkerin ist auch eine echt gute Karte. Ich kenne welche, die haben die im Deck und die machen mich platt. Den Koboldriesen. Ich weiß nicht, was ich von der Karte halten soll. Ganz okay. Und es kommen beide durch. Beide von den. Ach, egal. Macht nichts. Oh, ich habe ja noch die Königsschweine. Mit den Königsrekruten könnte das gut gehen. Mal schauen. Königsrekruten platziere ich mal hier. Hoho. Damit rechnet man nicht. Außer man hat Pfeile. Außer man hat Pfeile. Und da seht ihr die Schweinchen. Die machen 60 Schaden. 40 bis 60 Schaden. Das ist massiv. Wenn man dann 8 davon hat, dann ist der Turm nach ein paar Sekunden weg. Egal, was ihr macht. Also ein Konter dagegen, halt Erdbeben und alle Truppen oder Spells, die Schaden an vielen machen. Ja, die legt halt einen Zauber auf ein Schweinchen und dann, wenn es stirbt, dieses Match habe ich locker verloren. Aber hier ist sie. Da ist die Karte. Und jetzt sogar zwei davon. Willst übertreiben? Dich lasse ich nicht die sechs Kronen, drei Kronen bekommen. Ich finde die neue Season cool, weil Eis und Schnee bin ich ja generell ein Fan von. Das war's. Ich habe mir auch direkt den Pass geholt, denn ich hole mir jede Season und nächste wird es genauso sein. Ich frage mich, was in der nächsten Season kommt. Silvester-Event oder halt generell Neujahr-Event. Das wird cool. Habt ihr euch den Pass geholt? Ja oder nein? Seid ihr Level 13? Ja oder nein? Würde mich mal interessieren, das zu wissen. Und dann bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.